Das ist das Originalfoto. Man sieht zum Beispiel die Straßenposten, die muss ich entfernen. Auch hier diese Lampe. Das Gebäude war auch, wurde erweitert, das musste als Büro unternehmen. So sieht das Auto dann im 3D-Bereich nochmal aus, wenn man das im Auto nachbaut. Und dann auch das Ganze mit Farbe und Kratzern versehen. Und für die Herstellung haben wir auch wieder ein Fotoshooting gemacht im Studio und haben das Ganze dann so zusammen mit dem Foto gemacht. Das ist der Herr mit der Zigarette. Das ist so das Prinzip hinter allen Fotos. Der einzige Weg, wie wir eigentlich diese Momente von damals in der Stadt haben. Das ist sonst eigentlich nicht. Ja, und hier gibt es noch mehr.